Was, Nakamatachi? Über japanische Schulen gibt es ja so einige Gerüchte, vor allem, dass sie sehr, sehr streng sein sollen und so. Ich würde sagen, wir fragen einfach mal meine Frau. Sie ist ja auf japanische Schulen gegangen und wird uns darüber einiges berichten. 私の経験に基づいて話しHi, ます。Tanoshimi. sehr sehr angenehm でござる。Ja, ich freue mich schon, ich würde sagen, los geht's! Genki Dama! Also ja, ich habe schon sehr, sehr häufig gehört, dass japanische Schulen ja wirklich übertrieben streng sind. Und es gibt halt so ein Gerücht und das Problem ist halt, es wird dann halt immer geglaubt, es gibt nur diese strengen Schulen und so weiter. Ich würde sagen, ich frage einfach mal meine Frau, sie ist ja in Japan zur Schule gegangen. Und ja, ich würde sagen, hören wir uns einfach mal an, wie es wirklich abläuft. Okay, Nakasaishi no Shitsuman wa, Gakko no Jiki Jikan wa dou datta? Tanoshikatta? Kibishi katta? うん、楽しかったし、もちろん辛いこともありました。でもいつの時期かによる、それ。OK。とりあえず、なんか、多分基本的な説明。日本に何の学校がありますか？小学校、高校。いや、まず7歳からかな、6、7歳から12歳までは小学校。それは義務教育、全員が受ける教育で、その あ、テ後ストはない。テストもありますよ。それが進級に関わったりとかすることはない。成績はつくけど、それで学年が進めないことはない。 OK、 じゃあ、それはめっちゃいい実話。そうで、12、13歳から15歳までも中学校で3年間義務教育、それもみんな受けるし、みんな卒業する。で、その後高校があります。16歳から18歳くらいまで。それはテストを受けて通う人もいるし、通わない人もいる。高校は必要、行かなくていい。それそうはで自す、そう分でです、選自ぶ。由です。高校か仕事選ばなきゃね。仕事する人もいる。高勝校ち。のあと、専と門高校。学校行ったり大学に行く人もいる。 OK。Er hat mir jetzt schon mal erklärt, was es so für Schulen überhaupt gibt, weil ich habe das am Anfang nicht verstanden, weil im Lebenslauf musste man reinschreiben, welche Schulen und so weiter, und ich habe es nicht gecheckt von wann bis wann, weil in Deutschland, weiß ich nicht, sind die Namen halt komplett anders. 小学校から制服がありますか？私が通ってた学校は制服があった。Ah, kawaii, ja. Es sieht mega, mega, mega schön aus. Muss ich sagen, finde ich mega schön. Super liebt ihr das aus und so. Es macht halt gleich so einen Eindruck, als ob man wirklich irgendwie so lernen will irgendwie. Finde ich mega cool, diese Klamotten und ja. いや、これは卒業した時の写真。OK, sehr geil. 他の学校もいつもなんか中高も制服あるね。高校私も。の場合、中学校はセーラー服、これ。ああ、かわいい。で、高校は、これだった。シャツにスカート、ブレああ。ザーかな。ああ、OK。じゃあ、でも、いつも制服がありました。そうですね、私が通ったとこはありました。 OK、その制服についてどう思いますか？好きですか？それとも嫌いですか？自分の服がいい？まあ、通ってた時は嫌だった。理由はもっとなんかいろんな服着たかったから。でも振り返ってみて考えると、すごくいいです。すごい、すごそう、い。その時期にしかないし、私服で通うより、多分洋服代も節約になります。で、なんか、私、制服聞いてないけど、それ見るのが大好き。めっちゃなんか、ちゃんと、学校って感じ。みんななんかちゃんと学校に行き、勉強したいみたいな感じまあ、与え学る。生らしい服そうだです。よ学ね。生らしい、そうです。also, ich sag mal so, ich fang mal an mit der Chuko, also ist ja so dann so ab 12, also Realschule, würde ich mal so sagen, Hauptschule in dem Dreh rum. Fang mal da mal an mit den Fragen, weil so Grundschule, ich denke mal, ich weiß nicht, ich erinnere mich selber nicht mehr dran, deswegen. Koko ni dou iu krasu ga arimasu ka? Donna krasu ga arimasu ka? 私が通った高校は普通高校だったの。だから、まあ、普通の勉強、進学するための勉強する高校だったの。科目としては、国語、数学とか理科とか、歴社史、会、歴オッケー史オッケーオッケーとか、科学とか、音楽と美術と。でも、高校に関しては、学科があります。普通じゃなくて、専門的なことを学ぶため、例えば私のお姉さんだったら看護科に通ってたから、追加で看護師のクラスがあった。そんな感じ。リサの場合はどうだった？私は普通に勉強だけ、大OK。学に行くための勉強をする学校。で、中高にどんなクラスがありますか？
中学校も同じ。ja, es gibt es ja in dem Fall auch in Deutschland so, nur halt nicht mit Japanisch leider, sondern mit Deutsch. Aber ich muss halt sagen, ja, gerade in Japan ist es halt wichtig, sowas, weil Japanisch halt übertrieben tief ist und dass man auch die Kanjis lernt. あとは古文とかもあるね。昔の日本語も勉強する。それめっちゃいい。難しい。難しい。日本人にしても難しいですか、漢字勉強。私は、あ、漢字？漢字はそのまあ多分義務教育までは大丈夫。でも高校からの漢字は難しいと思ったことないな。けど古文はめっちゃ難しかった。古文、ja, ja, alte Sprache, also gerade auf Japanisch, wenn ich mir めっちゃ点数悪かったと思う。Aber wenn ich mir auf Japanisch Shogun anschaue, ich habe zwar N2, das heißt, ich kann ja schon relativ viel sprechen, aber wenn ich mir Shogun anschaue, ich verstehe fast kein Wort, was geht ab. Ja, aber das ist noch besser. Nihongo ni kikoeru kara. Arimo nanka, chūko wa fugokaku bai mo arimasu ka? Chūgakko? Chūgakko wa fugokaku ni wa naranai yo. Naranai. Ja, minna nanka chanto susumu. So, 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 kanarazu shingaku wa shimasu. Kōkō kara. Kōkō kara wa seiseki niyo tte wa shingaku dekinai bai mo. Ryūgaku bai ga arimasu. Toka 留学？あ、留年する場合がある。あ、留年。留年する場合とか、あとは退学になる場合もある。退学？うん、勉強が下手な場合は、再テスト受けて、それでも点数が悪ければ留年か、まあもちろん辞めることも選ぶことできるし、あとはすっごい悪いことしたら退学になる可能性もある。ね、あ、とか通えない状況になったら退学になっちゃう。Okay, ja, それは当然だと思う。Das ist ja, glaube ich, auch in Deutschland so, wenn man da Scheiße baut.Oder Scheiße in die Schule legt, in die Aura, dass man da von der Schule fliegen kann und so weiter, je nachdem, ob man schlechtes Verhalten hat. Deswegen ist ja überall so. De, kiyontiki ni, mochiron, kam kibishi gakko mo arimasu ka, nanka tanoshi gakko ga arimasu ka. Beppi no gakko wa dou datta? Ma, heikinteki da ne, hontou ni heikin no, ma, sore nari ni, ruru mo atte, te kanji kana. Demo...髪とか染めるのはダメだったかな。髪染めたりしたらダメとか、短いスカートダメとか。OK。いや、短いスカートダメは別にいいと思う。まだなんか純粋な学生だから。そんな感じのルールがあった。いや、でも髪の毛染めないのはなんか厳しいと思う。ちょっと。自由だから。染めちゃダメだね。Ja, それは、ich muss halt sagen, dass mit den Haare färben, es ist zwar auch, dass so ein einheitliches Normalbild so entsteht, aber ich muss halt sagen, so die Haare färben ist halt...Ich finde es halt so, das ist halt so in die Person eingreifen. Wenn man sich Haare färben will, soll man es machen. Ist ja die eigene Verantwortung so gesehen und ja, mit. Immer so, ja, Kamiro, とかについて問題があるけど、まあ日本では今まだに Kamiro に対して厳しいとかあるかもね。仕事とか。Ja, Fuku. Ja, ja, das ist halt manchmal schon noch ein bisschen streng in Japan, dass man die Haare sich nicht färben darf, auch mit Arbeit angeht oder Schule angeht und so weiter. Aber ja, es gibt auch einige Arbeiten, wo man sich die Haare färben kann.Und auch wo man normale Klamotten trägt. Also ich hatte auch viele Arbeitskollegen, die mit Disney-Klamotten zur Arbeit gekommen sind und so weiter. Und ja, tja, sondern, nanka, chotto, rule ga arimasu kedo, nanka, sono, bei batsu toka wa anmari nai. Batsu wa ne, so, so, hanseibun kaitari toka. Unterwäsche trägt man unterwäsche. Ja, ja.それは普通の。でもなんか、ドイツにもある。ドイツにもある。でもなんか人に、生徒に対してなんか、やばい罰とかはない。髪の毛切るとかはなかった。ないと思う。Es gab halt die normalen Strafen, wo man halt selber auch in Deutschland musste ich auch mal ein paar Mal vor die Tür, wenn man einen dummen Witz macht. Und sie haben, wie gesagt, das ist ein bisschen streng, ja, aber so normale Regeln, dass man halt, wenn man unartig war, dass man da, das ist, denke ich mal, überall so auf der Welt.その学校で英語クラスもありますか？あ、あります。はい。中高から？いつから？中学校から。ちょっと待って、小学校の最後の方からあったかも。小学校から？あったかも。わお、すげえな。どんな感じですか？琵琶湖に立った？それともなんかまあまあ多分中学校の最初、小学校から中学校の最初までは基礎的な本当にアルファベットとか、高校卒業くらいには多分日常会話できるくらいの英語力がつくと思う。いや、なんかその噂があります。日本人は英語全然話せないと噂があります。うん、私はそれ、もちろん多分下手くそな日本人が多いけど、うん、その日常な会話は、まあ、できる人が多いな。まあ、人によってちゃんと勉強するかしないかじゃない。うん、あとは、多分先生が日本人とかだったら、
Ich muss halt sagen, es gibt halt, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich viele Leute auf mein Japanisch einfach Englisch antworten. Und das Englische ist halt klar, du hörst sofort raus, dass sie jetzt keine Natives sind. Aber wie gesagt, es ist halt so, man kann schon sagen, dass die auf jeden Fall, dass es viele Leute gibt, die dann nicht gut in Englisch sind oder halt auch gar kein sprechen können. Aber ich muss halt sagen, in Deutschland ist ja auch so, mein Englisch ist zum Beispiel richtig kacke. Ich kann zwar Englisch reden und verstehen und so weiter, aber wenn ich selber rede und mir ein Muttersprachler zuhört, der wird auch sagen, Alter, was denn dein Englisch, ist ja mega scheiße. Deswegen, ja, wie gesagt, es gibt Leute, die reden können und Leute, die nicht reden können, aber es liegt halt auch im Lehrer oder wie sehr man selber will, sprechen können. Also es ist, auf jeden Fall gibt es Englisch in der Schule. Ah no, Sensei wa doyu kanji desu ka? Yabai kibishi, sondern jodan, naka jodan ittari wa shinai to ka? Dochi mo iru ne, tadashii sensei mo iru shi, kibishi sensei mo iru. Dakara, jibun no klasu no, naka tannin ga いるんだけど、それが決まったときに、あ、今年はハズレだとか当たりだとかあるね。あ、どこでも同じ。あ、同じ。私もそういうことがある、そういう先生がいました。Ich denke mal, selbst das kennt jeder. Es gibt ja auch Leute, also ich muss auch sagen, meine Englischlehrerin damals, ich will jetzt keinen Hate machen, aber wenn die ein bisschen cooler drauf wäre, hätte ich glaube ich auch ein bisschen mehr Englisch gelernt. Aber ja, ich finde, klar, es hängt viel von einem selber ab, ob man lernen will oder nicht, aber ich muss sagen, wenn man einen coolen Lehrer hat, wirklich einen coolen Lehrer, der versucht hier ein bisschen Spaß reinbringt, da hat man auch mehr Spaß zu lernen. Und das ist halt, denke ich mal, überall so. Es gibt halt die Lehrer und die Lehrer und es gibt halt Lehrer, wo man selber halt irgendwie nicht gut passt und so weiter. Deswegen, ja. Sport. Sports. Krass. Mo arimasu. Ah, arimasu. Hai. Das war, ich habe immer noch mal gesehen, Sportsfuku, Kiro Kakusei. Mhm. それも特別な服だね。あ、そうそう、あの体育の授業の時の服もあるし、あとはその授業が終わった後に部活もある。うん、それなんかアニメと同じね、その服。アニメにあるためにそのスポーツ服。あ、まあまあまあ、そんな感じ。Ja, und das ist halt richtig geil gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe das auch sehr, sehr häufig gesehen hier, wie so Schüler oder Schülerinnen da so mit ihren Sportklamotten rumlaufen. Das ist zum Beispiel auch eine richtige Klasse, dann wieder im Zug und so weiter sind. Und da muss ich sagen, finde ich auch irgendwie mega, mega cool. Das ist, weil es einfach so, ich habe es immer in Animes gesehen, jetzt komme ich nach Japan und sehe das einfach so real und das hat mich halt so richtig so geil! Geil! Das gibt's ja wirklich so eine Art. Und es war doch mal im Ascano Sports Fuku. いや、それもいいと思う。なんか自由な服でやるより、あのチームの一体感が生まれるし。Ich muss halt sagen, wie gesagt, das mit den Schuluniformen, ich persönlich finde es cool. Ich mag es sehr, sehr gerne. Gibt aber auch Leute, die sagen, ja, die sind scheiße, ich will meine eigenen Klamotten tragen. Aber wie gesagt, bei Sportklamotten weiß ich nicht, muss ich sagen, die finde ich einfach irgendwie mega, mega cool. Weil die einfach nicht so, gerade beim Sport gibt es halt so ein Team-Feeling und so weiter. Und ich weiß nicht, das kannst du nicht erklären, aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache bei den Sportklamotten. Einfach mega cool. Sieht nicht so cool aus, sondern gibt halt auch so irgendwie so ein Feeling, was halt irgendwie so richtig im Team dann, so Teamwork und so weiter. Und dann kann Gakko de, nanka, omoshiroi keiken toka, ano, kanashii keiken wa arimasu? Tabun, ichiban, nanka, koi keiken shita no wa, chugakusei, koukousei no toki kana. Chugakusei no toki wa, sono, suisougaku ni haitete, ano, clarinetto yatteta. Sore, tomodachi to, sono, renshiu suru jikan toka wa, sugoi tanoshikatta. De, koukou ni haitete kara wa, 楽しかったのは多分ドイツにはないと思うんだけど、文化祭こういうね、みんなでお店とか準備して、あ、祭り。実際に、そうそう、お祭りで、okay. あの、ich muss gerade sagen, ich habe das Wort noch nie gehört, aber ich habe halt die Kanjis gesehen. Es kommt als Bunker und Omatsuri, also Fest, und dann, wenn man das sieht, weiß man sofort, was es ist. 多分ドイツにないよね。なんか、ないと思う。料理作って学生が売ったりとか、あとは、あの、自分のクラスに、なんか出し物っていうのかな。とかステージで発表します。私がやったのはお化け屋敷とダンスとあと焼き鳥とか唐揚げ売ったことある学校で、ね、家族とかその近くの人が来てそうそう楽しむ。Das ist halt schon mega, mega cool. Das habe ich tatsächlich in Digimon gesehen. Digimon, ja, da, no, Ega. Mitte Naito, Mitte. Digimon Adventure Try, da gab es auch so ein Schulfest und ich muss sagen, ich finde das mega, mega geil. Es ist mega cool, dass sie sich halt so Sachen halt machen. Ich meine, in Deutschland gab es auch so Sachen, wo man irgendwie was verkauft und so weiter. Inuyasha ni mo atta. Inuyasha? Ah, da. Ja, Inuyasha gab es das anscheinend auch. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nie drüber nachgedacht, aber als ich jetzt die Bilder gesehen habe, muss ich sagen, fand ich mega geil, dass es was tatsächlich gibt. Gerade mit diesem Yakitori-Stand und so weiter, dass dann die Eltern und so weiter kommen, ist mega cool. Ich weiß, ich hatte sowas in meiner Schule, ehrlich gesagt, nie. Irgendwie Geld sammeln wollte für irgendwas. Da gab es halt so freiwillig, dass man so einen Stand macht mit irgendwie Salat und so einer Scheiße. mit Salaten oder sowas. Aber wie gesagt, so ein Bunkerfest finde ich irgendwie schon mega, mega cool und interessant. Vor allem, dass man da auch so Shows machen kann oder halt essen und so weiter. Finde ich mega, mega cool auf jeden Fall, ja.
悪い経験は多分いじめられたこと。ああ、いじめられた。でも全ての学生にその経験があると私は思う。いや、多分多いと思う。特に私が学校に入ったのはスマートフォンでの生活が始まった時だった。うん、そう増えて、でそういう携帯とか SNS 使ったいじめがすごい流行った。うん、私が経験したのはなんかグループチャット作られて、でグループ名前は井の川ファンクラブだけど画像は死ね。わお。そうでそれに招待されて。で私は入りたくないって言った、うん、でいやいいから入ってなんかみんなのグループだよって言われて、うん、でめっちゃ怖かったでそのグループに入った瞬間他の人は退出してた。わお。そうでそのなんか当時スクリーンショットとかもないからさなんかどうしたらいいか分かんなくて、うん、で親に言うのも恥ずかしい、うん、だからそれはなんか辛い経験だったけど、まあ、結果的に先生に言って謝ってもらってみたいな感じ、うん、でもなんか思い出すと辛い。いや、やばい、私は話聞いてない、今まで初めて聞いた。わお、かわいそう。そうそうそう、なんか LINE 返さないとなんかいじめられるとかそんな感じだった。Okay. いいねしてないとか、うん、いじめられることは多分世界中どこでもあるけど、それはでもなんか今みたいに SNS でいじめられたらなんかスクリーンショットとかど、うん、証拠残せる時代じゃなかったから、うん、ちょっと大変だった。証明できるものがないからね。Ja, ich muss halt sagen, ich wurde in meiner Schule auch gehänselt. Ich war ja früher übertrieben fettisch und da wurde ich auch gehänselt. Vor allem, als ich mir in der Mittagspause eine Currywurst gekauft habe und dann haben mich Leute angeguckt und ich habe leise gehört, wie kann so eine fette Sau Currywurst essen? Und ich muss halt immer sagen, so gehänselt werden oder andere Leute hänseln ist immer scheiße. Sowas macht man nicht. Das kann halt Leben kaputt machen und so weiter. Deswegen und auch mit der Scheiße ist es echt nicht gut. いじめられた時はいじめられる側に問題があるみたいな感じになっちゃうのね、うん、私が問題児、うん、でも本当はいじめる人の心になんか悪いことがあると思う、うん、悩みとかがある。だから人をいじめることでなんか満足しようとする。多分自分の家族に問題があって、そうそうそうそう、他の人に発する。そうです。Ich muss sagen, das Händeln ist halt immer so eine Sache, ganz ehrlich, das macht dich auch nicht besser, wenn die andere Leute schlechter macht und so weiter. Das ist immer mega kacke und ist halt oft so, dass Leute, die irgendwie Probleme zu Hause haben und so weiter und die Wut halt an anderen rauslassen, aber das ist halt nicht die Lösung. Das heißt, wie gesagt, einfach Händeln und so weiter, das kann halt wirklich Leuten das Leben versauen, wenn Leute damit nicht umgehen können, das ist echt einfach nur scheiße. Vor allem, wenn ihr sowas erfahrt, dann versucht euch direkt zu wehren oder sagt es irgendjemandem. Also wie gesagt, das muss man auf jeden Fall direkt angehen. Das ist immer mega, mega scheiße. Ja, ja, もちろん、なんか、悪い経験で、なんか、その経験で成長するな。今のリサはその経験があったから。Ja, ich muss halt sagen, wie gesagt, es gibt halt Leute, die können damit nicht umgehen, aber ich wurde früher auch gehänselt und das ist halt das Gute, ist halt, sag ich mal, das Gute an so einer Scheißsache ist halt, man, daraus lernt man. Also es gibt Leute, die daraus lernen und aus solchen Erfahrungen entstehen halt, mich gibt es jetzt auch nur so, weil ich halt früher so scheiß Erfahrungen gemacht habe, deswegen gibt es jetzt nur mich in der Situation, in dieser Verfassung, sag ich mal. Und deswegen, klar, gibt Leute, die lernen daraus, die werden stärker, die ziehen Mut daraus und so weiter, und dann gibt es halt Leute, die verkraften das leider nicht. Deswegen, ja, wie gesagt, das ist echt immer eine sehr, sehr schwierige Sache. Okay, Tokoro de Gakko wa... 何時に始まる？何時までですか？朝、多分8時から早い日で3時とか4時。いつ高校？小学校？高校の場合はそう3時。あ、中学校は？もう多分同じくらい3時くらいに終わって。毎日。うん、そうそうそうそう。まあ、45分の授業を6回くらいやって、うん、で、まあ、昼休みとか休み時間があって、で、授業が終わったらそこからクラブ活動。うん。あ、でもそれは自由ね。自分の意思ね。自由自由やらなくてもいいし。うん、ドイツは多分たまに1時までの日がありました。あ、そういう日もある。一番最初の日とか。なななな、基本的に毎週の月曜日、例えばは1時まで。1時半まで。じゃあ日本より短いかも時間のドイツかも。でも多分ドイツの方が早いかも。私多分7時半から学校始まった。Ah. Ich weiß nicht mehr genau, wann meine Schule angefangen hat. Ich glaube, das war vor 8. Und ich hatte auch Tage, auch wenn es nur 1 oder 2 die Woche waren, die bis 13.30 Uhr, glaube ich, ging. Und dann gab es auch zweimal so die Mittagsschule, wo ich bis 16 oder 15.30 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, aber... 学校は何月に始まる?
ドイツと違うと思うんだけど、4月から。4月かな。4月から3月まで。だからなんか今ちょうど卒業とかなんか入学のシーズンで、桜のイメージはなんか新学期。ああ、オッケーオッケー。桜はなんか新しいことが始まる。そうそうそうそうそう。das ist ja schon cool, wenn du Sakura so eine Assoziation ist mit etwas Neues beginnen. Das ist mega cool, mega schön auf jeden Fall. Deutschland ist ja so von September.Von September, ich war glaube ich immer so bei meinem Geburtstag, hat die Schule angefangen oder schon. Genau. Und geht ja bis wann geht denn die? Bis Juni? Da haben wir ja viel länger Ferien. Also in Japan scheint die Schule auf jeden Fall weniger Freizeit zu haben als in Deutschland. Ja, krass zu wissen. Daigaku wa sodemo jiyo, ne? Ikanai tomo kekko. Ah, so des. Beppin wa kayotteta? Kayoimashita. Tashi, もともと生まれたのが山口だったから、高校は山口の、高校通って、大学から東京に出てきた。うん。うん、18歳、19歳から、22歳の時まで、うん、大学に通ってた。4年間か。それは、何のクラスがありますか？私は、大学、美術選択したから、美術の勉強をして。あ、それはどうだった？制服はありました？ないです。あ、大学から制服はないです。あ、オッケー。で、髪の毛は髪の毛も染めていい。だからね、あ、大学の時こんなに見た目が変わりました、すごい。やばいな、数ヶ月に1回くらい髪色変えて。Ich würde sagen, ちょっと待って。Wenn ihr wollt, dass Lisa die Haare pink färbt, bitte Kommentar schreiben. なんか、どれが一番好きみんな。ピンク染めたい気分なら、希望ならコメントお願いします。他にもいろんな色やったよ。青とか。え、でもピンクはやばい、かわいい。ピンクはやばい、かわいい。長い髪、短い髪やって。それは全部大学頃？そうそう、なんか高校生くらい時からめっちゃ K-POP 流行ってて、で、そう、なんか自分の中の、美の基準が K-POP だったの、うん、そうそうそうそう、だから、うん、なんかいろんな髪色に染めたりとかアイドル応援したりとかしてた、高校生の時から。かわいい。でもなんか今思うとそれは危険。危険なんで？例えばすごい痩せてないと可愛くないとか思っちゃうから、うん、いやいや、そういう考えもやばい、最悪。そう、なんか日本の、私ツイッターとか見るだけでやってるんだけど、やっぱり今も多分若い子たちはその K-POP アイドルの見た目になりたい、うん、でもそれは多分健康を超えた、健康を超えた痩せ、うん、いや、えずさ、なんかたまにすごい、すっごい細い、そう、決して痩せたい、どんなに悪くな、体どんなに悪くなっても決して痩せたい人がいるね。うん、そうそう。Ich muss sagen, dieses Problem mit diesem Schönheitsideal, es gibt's aber nicht nur in Japan, gibt's ja überall. いつも自分が一番太ってると思ってた。Das Problem gibt's ja generell in so der Gesellschaft. Ich muss auch sagen, es ist auch dieses Instagram, dieses Fitness-Instagram, was halt immer so eine Lüge ist irgendwie, weil die ja nur die perfekten Bilder zeigen und so weiter. Und das ist halt echt wirklich gefährlich. Man sollte sich halt, ohne Witz, man sollte sich nie...mit so anderen vergleichen, was Körper und so weiter angeht, weil es einfach nicht vergleichbar ist, weil jeder einfach anders ist, weil jeder ein anderes Leben hat und weil, klar, Fitness-Influencer oder Idols, die müssen, die sollen ja von der Firma und so weiter, die sollen einfach gut aussehen, weil sie sich halt besser verkauft und so weiter, und angenommen so eine, keine Ahnung, wenn man halt so 8 Stunden oder 9 Stunden im Büro am Tag ist, da hat man halt nicht die Zeit für Fitness, für bla bla bla, deswegen vergleicht euch nicht mit anderen, wichtig ist, macht das Beste euch aus euch.Versucht besser zu werden als gestern, macht das Beste euch aus euch, aber hört auf, euch mit anderen zu vergleichen, weil es halt oft einfach nach hinten losgeht und das einfach nur traurig und vor allem auch gefährlich zum Teil ist, was Abnehmen und so weiter angeht. だからなんか今ももちろん自分の体とかにコンプレックス、顔とかね、コンプレックスはあるんだけど、そのリクと一緒にトレーニングして決してなんか一番綺麗な体じゃないかもしれないけど、自分の中で満足できる見た目に、まあちょっと年齢が上がったっていうのもあるからね、精神的に落ち着いて、うん、前よりは満足できるようになりました。自分が満足できれば最高、うん、それ本当に、それ目指すアイドルとか応援してもいいけど、なんか自分の美の基準に当てはめないでほしい、うん、そうですね、体は、まあ、自分は自分で、有名な人は有名な人で、Deswegen, wie gesagt, versucht einfach das Beste aus euch rauszuholen. Vielleicht besser als gestern zu werden als Ziel, aber denk jetzt nicht, oh, diese Person wiegt 3 Kilo weniger als ich, ich muss jetzt 4 Kilo abnehmen. Das ist, wie gesagt, das ist falsch, das macht man nicht, das kann gefährlich werden, und versucht einfach das Beste aus euch rauszuholen.
Okay, 最後の質問。なんか日本の学校システム改善するところはありますか？そうね。何改善？規則が厳しすぎるんじゃない？いやその髪の毛染めることは私なんかそれ厳しすぎる。髪の毛はなんかまあ染めてもいいけど、青とかまあそれこそピンクとかはあんまり良くないと思うね。そのもちろん学校っていうまあルールがある。その社会の中で生活するっていうのを勉強することはとっても大切。例えばあの学校で掃除しなきゃいけないルールがあるとか、うん、あそれめっちゃいい、うん、それだから日本人は基本的に自分のゴミをちゃんとゴミ箱に入れるし、まあまあそうそう、だから社会に出るための練習なわけだからね、うん、それめっちゃいい、はい、そうそうそう、ちゃんとその集団生活で守るべきルールを守ってっていうのはいいと思うんだけど、例えば私の通ってた学校にもともと髪の毛が茶色い日本人の子供がいた、うん、そうで、その子は黒に染めさせられました。おこれはひどいな。それは良くないと思った。社会的な勉強は本当に最高、うん、日本人は本当に一番いい人だと、あの掃除とかの社会的にめっちゃいい人だと思う。そうだけど、みんなと同じじゃないなら強制的に何かさせられることがある。それは良くないと思う。ja, das sollte man, それは改善した方がいい。Ja, ich muss halt sagen, wie gesagt, ich finde es wirklich geil in Schulen in Japan, dass Schüler das Klassenzimmer aufräumen müssen und putzen müssen und so weiter, weil einfach deswegen machen ja auch Japaner zum Beispiel bei Fußballspielen, die verlieren oder auch wenn sie gewinnen oder verlieren, sie machen hinter das Stadion einfach sauber. Und das machen nur Japaner. Und das ist einfach so. Also ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Aber das sollte so eine Selbstverständlichkeit sein, dass man seinen scheiß Müll wegschmeißt. Und die Japaner, wie gesagt, machen das Stadion einfach sauber aus Nettigkeit und so weiter. Und das lernt man halt in der Schule. Und das finde ich halt schade, dass es das in deutschen Schulen oder halt in anderen Schulen nicht gibt. Weil das halt so eine Lektion oder eine fürs Leben einfach ist. Und es ist halt einfach so, dass würde jede die Welt einfach so besser machen, wenn jeder seinen scheiß Müll einfach ordentlich entsorgen würde. Deswegen muss ich sagen, liebe ich die japanischen Schulen, weil da einfach so soziale Grundkenntnisse, die Grundkenntnisse sein sollten, die einfach so vermittelt werden. Und viele, klar, gibt es auch Japaner, die sich nicht dran halten, aber das sind wirklich, wirklich ganz, ganz wenige. Also die meisten, wie gesagt, putzen auch freiwillig das Stadion danach und das ist einfach nur eine richtig ehrenhafte Saiyajin-Eigenschaft. Wow, na, ironna koto benkyo dekimashita. Chou omoshirokatta. Also ich muss halt sagen, also das ist halt so eine Schule zwischen Fitness und einem Haus. Und da bin ich jeden Morgen halt lang gefahren, als ich ins Fitness bin. Und ich habe da halt immer, weil die Schule angefangen hat, gesehen, wie die ganzen Schüler morgens, auch da war ein Lehrer dabei, der die über den Zebrastreifen so gewunken hat. Und die hatten da alle schon Klamotten an, also diese Sportklamotten zum Teil auch. Und da war auch ein Sportplatz neben der Schule und da war halt Sakuras da geblüht und das sah so wunderschön aus. Und deswegen, ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ich hätte da fast geweint. Einfach, weil ich immer so aufwachsen wollte. Ich wollte immer in japanischen Schulen aufwachsen, ich finde das mega schön und als ich das gesehen habe, das hat mich halt so berührt. So eine Art, ich habe mich gefreut, dass ich es gesehen habe. Ich habe es selber nie erleben können, deswegen hat es mich so gefreut, dass ich sowas wenigstens sehen kann und das hat mich halt wie gesagt wirklich mega berührt und ich hätte mir gewünscht, dass ich auch in japanischen Schulen aufwachse, weil ich das einfach nur mega, mega geil finde. Und ich denke, jede Schule irgendwie hat irgendwas Gutes, was Schlechtes und so weiter und ja, ich habe jetzt einiges über das Schulsystem gelernt. Mit den Haarefärben, wie gesagt, ist halt für mich, finde ich, nicht so geil, aber muss jeder selber wissen. Okay, so. Falls ihr noch andere Fragen für die Schule habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich muss halt sagen, ja, ich fand es mega geil, war mega interessant. Wir können gerne noch einen zweiten Teil machen, wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Bitte den Kanal abonnieren. Es würde den Channel mega helfen, wenn ihr Mitglied werden würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Genki Dama!